So, mal gucken, ob der Spielstand noch geht. Ah ja. Okay, zuallererst mal ist das mega laut. Wow. Okay. Folgendes. Hallo. Es ist Montag und es ist RimWorld. Warum ist das Ende nah? Es ist wie folgt. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen, wo es um die Alpha 18 geht, die man jetzt wohl schon als B, also in der Beta über dieses Steam-Menü auswählen kann. Montag? Es ist Donnerstag. Fast wie Montag, ist dasselbe. Ja, das finde ich gerechtfertigt, Woody. Das ist auch überhaupt nicht überzogen. Das kannst du gerne machen. Ja, Donnerstag. Ja, sag ich das. Das Gleiche. Auf jeden Fall spielen wir heute RimWorld. Das Ding ist, genau, Alpha 18 hat er gespielt. Über dieses Steam-Auswahl-Beta-Ding-Menü. Was mich glauben lässt, dass die Alpha 18 so gut wie vor der Tür steht. Wir sind jetzt in der Alpha 17. Das Problem dabei ist, kommt eines Updates und alle anderen Spielstände futsch. Und damit wir davon nicht überrascht werden, habe ich mir gedacht, machen wir es einfach so, dass wir die Kolonie jetzt so wie sie ist, heute benutzen. Ja, Foley, ich hab's verstanden. Ist okay. Ist okay. Wir benutzen quasi den Tag heute, um uns zu verabschieden von unseren Bekloppten im Kuhstall. Und vielleicht das ein oder andere Feature mal auszuprobieren, was wir vorher nicht probieren konnten, weil es vielleicht ziemlich tödlich ist. Ja, weil ich nicht weiß, wann die Alpha 18 genau kommt und ich nicht riskieren will, dass wir dann, keine Ahnung, also überrascht einfach rausgerissen werden oder vielleicht mit einer neuen Kolonie einfach rausgerissen werden. Deswegen ist meine Idee jetzt, wir spielen diese Kolonie hier heute zu Ende. Gucken uns ein paar Features an, die wir vorher nicht testen konnten. Und sobald die Alpha 18 draußen ist, starten wir neue. Und hallo Mozo und hallo Danaue. So. So ist mein Plan. Was war denn hier eigentlich das letzte Mal los? Hi Lego. Wir haben Verletzte. Hunger. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Linke Schulter abgeschossen. Stelle ich mir ungünstig vor. Okay. Dann wecke ich dich mal auf, Wiesentreu. Hallo Corito. Was meinst du mit Verabschiedung? Hypothermie. Okay, ja stimmt, es war ja arschkalt. Stimmt, wir hatten minus 16 Grad. Ja, ich wollte. Ja, ach, da waren wir. Alles klar, okay. Wir sind in Heizungsnot. Okay. Kein Problem, kriegen wir hin. Da. Wirft den Ballast zum Krankenzimmer zuerst über Bord, geht sich dann unbeschwert in den Suizid. Ach stimmt, wir haben ja hier ein Lagerfeuer drin gebaut das letzte Mal. Ja, wir haben. Dann sind deine Spielstände auch weg. So ist das leider immer. Bei den Alphas, Markus, da sind die Spielstände generell immer nicht mehr spielbar. Es sei denn, man updatet nicht oder spielt dann. Man kann dann irgendwie noch die alten irgendwie weiterspielen, aber ich habe nicht rausgefunden, genau wie das geht. Und naja, man will ja dann auch irgendwie weiterkommen. Was? Was mit Conan? Ja, man muss, also generell ist es so, dass man bei einem Update komplett neu anfängt. Man kann auch das irgendwie umgehen, man kann irgendwie noch mit der alten Version spielen, aber ich weiß nicht genau, wie das geht. Ich glaube, das musst du dann über Steam-Menü aus irgendwas da auswählen oder so. Keine Ahnung. Ah ja, genau. Ja, wir haben nämlich das, also Nano, ne? Nano hat keine Wirbel. Oh, hier wird repariert, operiert. Nano ist außer Gefecht, sag ich mal. Der hat keine Wirbelsäule mehr. Ah ja, wer ist diesmal? Schlitzer ist ausgerastet. Ach ja, der hier, okay. Lemming? Nein.
Was auch immer du ihm bringen wolltest, Ambrosia, lass das. Mach irgendwas anderes. Geh da nicht hin. Geh da hin. Huch. Basti. Basti kann sich da mal hinstellen. Und dann brauchen wir noch jemanden, der kämpfen kann. Stapel forscht. Wen haben wir denn noch? Laertes hat nix. Unforgiven. Unforgiven muss kochen, das ist wichtig. Ah, Scott, komm her. Applekuchen hat für den 6-mal Resubscribe macht das halbe Jahr voll. Applekuchen, ich danke dir. Ich freue mich sehr, dass du dabei bleibst und ich hoffe, dass das noch ganz lange der Fall ist. Dankeschön. Nein, Unforgiven. Nein, Fußball. Hat er es dann mal? Oh Gott. Warum ist das so laut? Das sollte der 7. sein. Ja, manchmal spinnt das voll rum. Das tut mir leid, aber vielleicht ist es beim nächsten Mal dann wieder richtig. Kalisbaro hat zum 5. Mal resubscribed, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das auch stimmt. Oder Krankheit, Wundinfektion. Oh nein. Was passiert hier eigentlich gerade? Ach so, der wird... Ah. Okay. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das jetzt wirklich der 5. ist, aber ja. Okay. Okay, jetzt haben wir da eine Heizung. Jetzt gucken wir mal Temperaturen. Ich wusste nicht, dass das hier so kalt wird. Und hallo, Wiesentroll. Lass doch mal putzen. Oh, Yoshi. Oh. Ich glaube, wir haben dafür nicht genug Zeit und Leute und irgendwas. Haben die das Ambrosia, was wir hier mal hatten? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Aber anscheinend haben die angefangen, das zu ernten. Und ich glaube, ich muss mal hier einfache Mahlzeiten wieder erlauben. Was machen denn unsere Bauarbeiter gerade so? Basti und Fußball. Was macht Basti? Ruht sich mit anderen aus. Raucht ein Joint im Krankenzimmer. Mhm. Okay, Basti. Habe ich verstanden. Lässt ihn liegen. Und jetzt baut er die Heizung. Ich baue jetzt hier Lüftung in die Wände. Dann hätte man mal früher denken können, aber ich habe nicht realisiert, dass das so kalt wird. Das ist eigentlich nur dazu da, damit das hier im Austausch steht mit der Luft hier. Also die wird erheizt und dann wird das hier ausgeglichen zwischen zwei Räumen. Da muss man nicht in jeden Raum eine Heizung bauen. Warum rennt der hier rum, wenn der eine Infektion hat? Bist du verstorben, Sinisasa? Es sind einige verstorben. Warte mal, guck mal nach. Emil, Stio, Kingspix, Tangoram, Punisher, Chucky, Kalaf und Sinisasa. Ja, du bist einer der Verstorbenen. Wir hatten nämlich ganz schöne Massakerrunden. Wildschwein rächt sich. Ja, das sehe ich. Aber ich sehe gerade, was noch fehlt, ist hier eins. Hypothermie, Fußball. Du könntest ja mal was anziehen, Fußball, aber ich glaube, du warst Nudist, ha? Yep.
Ja, ich würde jetzt sagen, selber schuld, aber selber schuld. Foley hat ihnen ein Geschenk gesendet. Ey! Eat this? Haben wir jetzt ein Battle am Laufen oder sowas, Foley? Schnitzer ist verstorben. Ja, mein Gott. Schade. Die Hauptstadt, die Kolonie hat überlegt. Also folgendes, Nisasa, was heute passieren wird, ist. Wir haben vermutlich sehr bald die Alpha 18 am Start. Deswegen werden wir unsere Kolonie heute sanft. Au, das war laut! Sanft ins Bett bringen quasi. Gecko hat 100 Bits gecheatet und schreibt, das Cheermeet passt ja sogar zum Untergang heute. Wir werden die Kolonie heute sanft zu Bette tragen und in den ewigen Schlaf schicken. Deswegen arbeiten die jetzt hier alle noch so glorreich und fröhlich und realisieren nicht, dass es bald vorbei sein wird. Aber woher auch? Wahrscheinlich nur Nano mit seinem Superbrain, weil er hier den ganzen Tag über alles philosophieren kann. Hat das vielleicht schon gecheckt. Oh, Laertes ist unforgiven. Kannst du mal Laertes retten? Fußball hat keine Waffe. Dann nimm mal. Maschinenpistole. Du bist nicht da. Ja. Alle in die Kryokapseln. So weit sind wir noch nicht. Wir haben nicht mal Schutzwesten. Nano guckt die ganze Zeit Sat.1 Vormittagsprogramm. Ja gut, vielleicht ist er ja noch der Herr über die. Obwohl, ohne Wirbelsäule. Ja, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Das ist jetzt, also das mit dem Auto-Update, das ist lieb gemeint. Aber das ist nicht das erste Mal, dass unsere Kolonie langsam zu Bett getragen wird. Das kennen die alle schon. Das heißt, das wird kein Problem sein. Wir haben diverse andere Spiele, die noch gewartet. Nee, die doch darauf warten, gespielt zu werden in der Pause. Das passt schon. Ja, ist doch auch mir. Ich hab doch überhaupt nicht. Das ist ja auch überhaupt nicht böse gemeint. Ich meine nur, dass ich da überhaupt, ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass wir da ein Päuschen machen. Alpha 18 bringt Verbesserung. Ja, vor allem, also was ich gesehen habe, was ich ziemlich cool. Warum sind hier eigentlich. Warum sind das Gefangenenbetten? Was ich gesehen habe, vor allem, weil hier offen ist und. Ah, okay. Ah, weil die noch kein. Ah, alles klar. Okay. Wird es eine neue Staffel geben? Ja, auf jeden Fall. Wenn Alpha 18, wenn die Alpha 18 raus ist, spielen wir auf jeden Fall auch mit einer neuen Staffel wieder. Ja, die Kinder, aber hast du das gesehen, Laertes? Irgendwelche erwachsenen Leute, die dann einfach Baby heißen. Also, wie das dann umgesetzt worden ist, ist vielleicht ein bisschen komisch, aber naja. Aber man wird sich in Alpha 18 wohl fortpflanzen können langsam. Also ist das doch schon mal cool. Laertes kann laufen. Das freut mich für Laertes. Was ist eigentlich. Schwere Krankheit. Ja, ich wollte gerade sagen, was machst du eigentlich, Ui? Du solltest. Du bist so gut, du bist noch nicht mal über den Berg und du stehst ständig auf.
Was sind das für Geräusche hier im Hintergrund? Als ob hier irgendwo einer schießt. Welche Temperatur ich jetzt innen habe? Hier sind jetzt 21 Grad. Ziemlich überall genau 21 Grad. Yep. Also hier in den Arbeitsräumen, aber hier überall, wo es dann diese, wie heißen die, Lüftungen sind, da gleicht sich das auch auf 21 aus. Tür zum Esszimmer ist dauerhaft offen. Stimmt, das war blöd. Was forscht der eigentlich gerade? Elektrischer Schmelzofen. Ah, okay. Hatten wir eine Mechanikbank? Hier wollte ich eine reinhaben, ne? Und dann haben die da irgendwie angefangen, Stahl zu finden und keiner hat mehr weitergemacht. Ich wollte nämlich gucken, Mechanik. Da hatten wir jetzt noch keine. Kälteeinbruch ist vorbei. Schön. Dann können wir ja alle Heizungen auf 21 Grad zurückstellen. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Der Ertes. Naja. Stahl zu finden, das sind Bauteile. Stimmt, das waren Bauteile. Meine ich doch. Störung Herd. Ah, nicht so gut. Aber das hier können wir dann auch langsam abreißen. Oh, da putzt mal jemand. Oh mein Gott, von ganz alleine. Bist du über deine Krankheit weg? Ja, cool. Hast du gut gemacht, Satan. Und erstmal ein Joint. Das hast du, ist okay. Ein Alpaka ist trächtig. Juhu. Aber was ich nicht verstehe ist, wie schaffen die das? Die Tiere, wenn die geboren werden, sind auch klein. Wieso konnte man nicht einfach kleine Menschen machen? Wenn ihr es hier rascheln hört. Oh, laut. Gecko. Try Hard 100. Ich kaufe mich in die Kolonie. Okay, Gecko, danke. Blut in den Fluren? Ja. Wir können auch nachgucken, was genau ist. Sieht man unten links? Hm, seht ihr nicht, warte. Also, das ist Blut von Fußball hier. Und Dreck. Und hier haben wir Blut von Strauß, einer Hirschkuh, einem Hirsch und einer Schildkröte und Dreck. Mhm, mhm. Blut von Hirsch, Mutality, ein Alpha-Bieder und Scott. Okay. Ah ja, Erbrochenes von Basti. Okay. Muffalo-Babys sind niedlich. Zwei gute Mods, Dinosaurier und Increased Stack. Oh, Increased Stack weiß ich nicht. Ich habe noch ein paar Mods auf der Liste, die ich mal benutzt habe. Das hatten wir dann ein Problem mit den Mods und mit ganz RimWorld. Dann konnte ich nichts mehr laden und musste das letzte Mal neu anfangen, weil die Mods gesponnen haben oder RimWorld, ich weiß nicht genau. Seitdem bin ich Vanilla geblieben. Ich habe schon noch ein paar Mods, die ich so auch gerne ausprobieren möchte, aber da müssen wir mal gucken. Hi Nano. Das Phishing-Ding. Ja, das Phishing-Ding finde ich auch gut. Ich mag auch den Psychology-Mod. Daddy für den Krankheiten? Nee, nee. Die Wundinfektion war, weil er nicht behandelt worden ist. Er hatte
Kampfverletzungen, offene Wunden und die wurden nicht schnell genug behandelt, deswegen haben die sich infiziert. Ach, genau, das macht denen nix. Lagerfeuer in geschlossenen Räumen sind absolut. Absolut. Oh, Wiesentrön hält sich mit Nano. Der Arme. Du chillst dein Leben in dieser Season? Ja, wenn du das so sehen möchtest, Nano. Wenn es dir damit gut geht, ist okay. Der Mu, der schneidert hier vor sich hin. Linkes Auge, rechte Schulter, linkes Bein, alles weg. Ich glaube, ohne Wirbelsäule ist das schwierig. Bist du tot? Du bist bewusstlos. Warum? Wurdest du von angeschossen und dann nicht mehr mitgenommen? Das ist ein Wolf, okay. Oh, du bist gut. Du gibst viel Fleisch. Stand nicht, dass Mu noch lebt? Ja, diesmal ist es sogar der erste Mu und nicht der zweite. Hallo, Hellghost. Wir machen mal, produziere, bis du machen 30. Schließen. Ja, Laertes, ich weiß nicht, ob das geht. Jetzt schläft Nano eh gerade. Hey, hier putzt jemand. Ambrosia, eine weiche Frucht. Ambrosia hat einen wunderbaren Geruch und Geschmack und verursacht ein leichtes High-Gefühl, das die Laune verbessert. Allerdings gibt es eine geringe Chance, davon süchtig zu werden, wenn man sie zu häufig isst. Ach, das machen die bestimmt nicht. Jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken gerade. Mal kurz gucken, was ich heute nämlich machen wollte dann. Ist hierher zu gehen und zu sagen. Was war denn das hier? Reiseziel. Der Ort von einem versteckten Raumschiff. Ah, okay, aber das ist schwierig, bis dann kommen wir nicht. Das ist zu weit weg. Glaube ich, da haben wir zu viele Zwischenschritte. Haben wir noch ein Ziel? Nö. Aber wir können. Okay, also was ich wollte, wir haben ja dieses Karawanentour, haben wir noch überhaupt nicht richtig machen können, weil, naja, so weit sind wir eigentlich im Late Game noch gar nicht und da werden wir jetzt aber auch nicht hinkommen. Deswegen dachte ich mir, machen wir daraus einfach ein Last Man Standing. Ich gehe mit der ganzen Kolonie los und gucken, wer als letztes übrig bleibt. Markus, ich habe das Spiel schon 243 Stunden gespielt. Ich habe ungefähr eine Ahnung. Aber danke. Wir könnten auch ein. Was ist denn das? Ein Außenposten? Stan will das zerstört sehen. Wie viel Zeit haben wir denn dafür? Weil sonst. Das könnten wir hinkriegen. Da ist auch einer, aber der ist näher dran.
Also das könnten wir machen. Wir könnten uns auch mal so eine Straße angucken, falls ihr die noch nicht gesehen habt, hier oben oder so. Also den kriegen wir hin. Das dürfte kein Problem sein. Also, wir kommen zumindest hin. Mal gucken, was dann passiert. Ein Roboter-Nano. Oh, der ist schon wieder kaputt. Ist das wegen dem Krebs oder ist das irgendwas anderes? Das erzähl mal, was ist denn los mit dir? Das ist doch ein Fernsehanschluss, Nano. Brauereimods. Ich hatte tatsächlich mal einen mit verschiedenen Whiskys und sowas. Der war auch ganz cool, aber habe ich fast nie benutzt, weil du da halt ganz besondere Fässer für verschiedene Whiskys und so nutzen musstest. Und das war mega der Aufwand für das kleine Resultat. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Und ja, Markus, alles gut. Was brauchen wir denn, wenn wir da hin wollen? Auf jeden Fall eine Menge Essen. Und da würde ich fast sogar tatsächlich sagen, wir machen mal so viel wie geht. So viel wie geht, egal was, weil das muss man mitnehmen. Und dann machen wir uns vielleicht einfach so kleine Häuschen in der Nacht für die Nacht und reisen so hin und her. Oder wir werden erst überfallen. Schattige Gewinner, sie wollen einen Tunnel graben. Okay. Messer, Maschinenpistole, Überlebensgewehr, Shotgun, Shotgun, Molotow-Cocktails, Überlebensgewehr, Truthahn, nee, du gehörst nicht dazu. Granaten und ein Messer. Ja, ist schon klar, sieht. Und der Fußball ist hier, der kommt mal zurück. Haben wir hier noch einen unterwegs? Nein, okay. Ach, der Truthahn ist der Anführer. Ah, so. Hi, Kodit. Okay, haben wir hier schon eine Verbindung? Nee, aber nicht. Das ist ja sehr gut. Die Frage ist, wo wollen die lang? Die laufen hier direkt hinterher. Wollen wahrscheinlich hier irgendwo durch. Stand da, sie greifen sofort an. Die kommen hier nämlich verdammt schnell um die Ecke. Der Ertis ist down. Basti. Nano ist down. Fußball ist schon. UI hat nix. Ey, wo sind unsere ganzen Kämpfer hin? Die sind alle tot, hä? Wir brauchen noch einen Nahkämpfer. Guten Speer. Was war mit euch allen hier? Ihr braucht trotzdem Waffen. Wir brauchen Leute mit Waffen. Wir können uns nicht leisten, dass Leute keine Waffen haben. Hier, überlegen. Lemming, Fernkampf, so lala. Nimmst mal das. Tiere lasst mal alle in den Tierbunker. Und die wollen wo lang? Die wollen sich hier durchgraben, ha? Ja. Okay. Okay, die wollen da durch. Ich weiß jetzt nicht genau, was das für einen Sinn macht. Aber okay. Wir lassen mal Basti dahin gehen. Vielleicht kriegt er einen Sniperschuss, wenn da einer reinkommt.
So, Basti, siehst du den? Ja. Spiel das andere bitte, ja? Goni hat für den zweiten Monat resubscribed. Resubscribed. Dankeschön, Goni. Danke, dass du dabei bleibst. Ich freue mich. Also, wenn die hier einzeln alle kommen, finde ich das okay. Oh nein, jetzt ist der Typ da fast tot. Mann, die kriegen ständig was mit ab. Das ist blöd. Keiner von denen fällt um. Und dann kommen die nächsten. Und jetzt hauen sie ab. Okay. Das lief doch ganz gut. Fangen. 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 Ja, das kann laufen, sehr schön. Die sind immer schön einzeln um die Ecke gekommen. So mag ich das. So, Tiere, ihr dürft wieder unbegrenzt und ihr dürft Nutzvieh. Warum kam das erst 20 Tage später an? Was meinst du, Goni, die Benachrichtigung oder was? Ja, das hier ist fast so eine Art Todeszone. Weil die da quasi nur einzeln durchkommen und dann eben nach und nach abgeschlachtet werden können. Das ist eine, naja, eine normale Taktik, die man machen kann. Ich weiß, Leitus. Hi, Libby. Schwere Krankheit. Jenny. Oh je, Jenny. Gut, die werden halt behandelt. Was macht unsere Putzfee? Putzen. Sehr gut. Schön. Das ist irgendwie so wie diese satisfying Compilations. Das ist so schön, wenn das so nach und nach verschwindet. Das hat irgendwas. Ich guck da so gerne zu. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Laertes. Ach, Laertes. Du brauchst keine Fernkampfwaffe mehr. Und da kommt das Riesenfaultier. Cleo und Jenny geht sich immer noch nicht besser. Doch. Blutverlust extrem. Ach, das wird schon wieder. Krankheit, Wundinfektion, die Jenny. Ach, Jenny. Okay, warte mal. Aber wir machen Gefängnis anwerben, 99%. Ja, könnte eine Weile dauern, aber ihr seid ja dann, guck mal, Nano, da hast du doch Leute, die mit dir hier bleiben. Geist rächt sich. Okay. Ja. Hat sehr toll gerecht. Nee, da Ertes, aber du bist doch so mega langsam. Guck mal, wie er hier zum Fleisch schleicht. Da brauchst du keine Waffen. Du bist auf mittelstabil. Ich weiß nicht, ob es nochmal runtergeht, aber du hast halt... Weiß nicht, Wirbelsäule ist schon hart.
Unforgiven, ich glaube, das macht keinen Unterschied. Ich glaube, das hängt nur davon ab, wie groß das Tier ist tatsächlich. Scott hat eine Prügelei mit Basti angefangen. Oh nein! Scott wurde von Basti beleidigt. Das hat Scott zu Weißglut gebracht und er schlug zu. Ah, toll. Krankheit, Wundinfektion. Klasse. Kiyoshi. Oh je. Oh nein. Furchtbar. Weil ich immer den einen, den ich nicht brauche, zum Schlachten benutze. Das klingt falsch. Nee, ich glaube, das macht keinen Unterschied. Nur das, der Kochskill hat nur eine Auswirkung darauf, was die machen dürfen. Also, ob die nur einfache Sachen machen dürfen oder eben die leckeren oder die ganz tollen. Und noch eine Windinfektion. Kiyoshi, was machst du? In der Leber und im Bein, das ist aber hart. Das könnte kritisch werden für dich, Kiyoshi. Danke, Herbie. Das kann auch an den Lebensmitteln liegen, Unforgiven. Wenn die schon eine niedrige, naja, wenn die lange draußen lagen zum Beispiel und schon von den HP oder Punkten ziemlich unten sind, dann werden die Mahlzeiten generell so, dass sie eine Lebensmittelvergiftung draus ziehen. Das muss nicht mal unbedingt von den Kochskills abhängen. Eher von den benutzten Lebensmitteln. Weil hier zum Beispiel haben wir auch schon ein paar schlechte Mahlzeiten gehabt mit Lebensmittelvergiftung, wobei die Leute eigentlich alle gut kochen können. Das lag dann halt daran, dass die Lebensmittel schon eine Weile lagen. Ja, wir gucken gleich, dass die Solaranlagen wieder aufspringen. Aber ja, Holz ist tatsächlich keine schlechte Idee. Hier haben wir doch ganz viel. Das nehmen wir doch mal mit. Machen wir jetzt alles in Leeds Beach. Würde ich auch sagen, Markus. Infektionen in Leber und Bein klingen nicht so gut. Ja, Satan. Ach, das ist schön, wie der putzt. Oh. Fast ein bisschen schade, die Kolonie so zurückzulassen. Yay, Holzhacken! Jenny kann wieder laufen. Na, so ein Glück aber auch.
Ah, oh, Basti, warum bist du so langsam? Behandlung benötigt. Ach, Lea hat es wieder. Der Satan ist wieder dran. Klasse Typ. Klasse Typ. Ey, die Türen hier überall. Haben wir eigentlich. Haben wir. Huch, wann ist denn das passiert? Ich wollte ja gucken, ob wir uns vielleicht noch ein paar Westen machen können. Mach's gut, Leitis. Schwere Krankheit, Kiyoshi. Es ist wirklich tragisch, Kiyoshi. Du tust mir so wahnsinnig leid. Oh, du hast ein Trauma. Oh. Oh, oh ja. Oh, die Leber wird's nicht packen. Das sieht schlecht aus. Oh, das wirst du nicht machen. Ah, sieht schlecht aus. Sieht richtig schlecht aus. Das tut mir leid, Kiyoshi. Hungerndes Tier. Uma. Ach, Uma. Wo ist denn unser... Wir hatten doch... Geh doch hier rein. Du kannst doch hier dieses Zeug da, kannst doch essen. Zone? Hier, hä, kann der Hund nicht? Der kann doch überall hin. Uma unbegrenzt. Dann geh doch dahin und friss das Trockenfutter. Sei mal keine Zicke, Uma. Kiyoshi ist gestorben. Mein Beileid. Tragischer Verlust. Der Erdes wird schwierig mitzunehmen. Aber ich lasse dich auch nicht hier, Laertes. Ich kann Tiere nicht umbenennen. Tiere kann man tatsächlich nicht umbenennen. Wir hatten in der letzten Staffel oder vorletzten den Trump. Das war Zufall, also ich habe den nicht umbenannt. Ja. Rechtes Auge rausgebissen, Rachen abgerissen. Was? Schwanz abgebissen. Zeit als Kolonist 3 Jahre, Kills 0. Zeit im Bett 1 Jahr. Okay. Mitnehmen. Naja, Kalaf, da wir hier die Kolonie heute verabschieden, habe ich mir gedacht, wir machen daraus ein Last Man Standing. Und die Idee ist, dass wir hier hingehen, weil das müssen wir irgendwie sowieso vernichten, weil irgendjemand will das so. Und das ist schön nah. Deswegen habe ich mir gedacht, reisen wir einfach mal dahin, zeigen ein bisschen dieses Caravan-Feature und gucken mal, wie weit wir kommen und wer als letztes überlebt hat. Wir könnten auch nach hier gehen, da soll ein Raumschiff sein, aber das ist mega weit weg. Naja, mal gucken, wie viele noch leben, wenn wir da sind. Die können sich entspannen. Ich habe hier so eine
Ein Plan, ein Zeitplan. Du stellst Zeitpläne her und da kannst du genau einstellen, wer wann Schlafenszeit hat, wer wann arbeiten soll, wer wann machen kann, was er will oder wer wann Freizeit hat. Kannst du einstellen, wie du willst. Das habe ich auch überlegt, Call of Last Man Standing, wer als letztes überlebt, ist fest in der nächsten, aber dann haben wir mittlerweile so viele Leute, die fest in der nächsten Staffel drin sein sollen. Die Zombie-Apokalypse-Mod habe ich mir auch mal angeguckt. Am Anfang habe ich mal ein LP drüber gesehen. Die sieht eigentlich recht cool aus. Könnte man auch mal überlegen. Das Ding ist nämlich nur so, wenn du hast diese Leute hier, die haben ja eigentlich alle ganz eigene Charaktere und Sachen, die sie beeinflussen. Je nachdem, welche Mods man benutzt oder keine, mehr oder weniger. Und es gibt zum Beispiel Leute, die sind generell schneller gereizt. Die brauchen vielleicht mal ein bisschen mehr Freizeit, weil sie es länger ausspannen müssen. Ansonsten drehen die durch. Wie so viele. Moon, Last Man Standing, oder vergesse ich wen. Naja, wir hatten vorhin ja bei Foley und ja, bei Foley drüben schon das Vote for Foley in Startkolonie und das gleiche gilt für Gecko. Also irgendwie, ja. Hallo, Zack. Auch weiß ich, an Vergnügen in dem Mod war das nicht so viel. Ich glaube, das kann man aber einstellen, wie stark die Zombie-Apokalypse sein soll. Und der Fußball tickt wieder aus. Okay, Stapel, komm mal her. Du bist doch unser Feuerwehrmann. Ja, Kinder werden echt lustig in Alpha 18. Der hat natürlich hier einen Durchdreher, wo alles aus Stein ist. Das bringt natürlich voll viel, hier was anzuzünden. Weißt du was? Mach doch hier, was du willst. Hier kannst du eh nichts anzünden, Fußball. Oh, hier spielen sie, guck hier. Der Scott schaut Fernsehen, die beiden spielen Billard. Da haben sie gerade ihre Freizeit, weil es ist Mittag rum. Genau, da haben sie mal Mittagspause. Die da trauern in ihrer Freizeit gerade um verlorene Mitglieder. Bei welchem Stream, Zack? Und welches Spiel meinst du? Bigamie sind mehrere Partner. Monogamie ist ein Partner und Bigamie ist dann zwei Partner. Und dann gibt es noch Polygamie, das sind dann viele Partner. Welche Bugs? Ach so, du meinst die Käfer, Zack? Ja, die hatten wir schon mal. Deswegen war hier noch so Grünzeug. Ich glaube, von da war das. Da sind wir schon durch, ja. Ja, der Satan putzt wieder. Die sind übel. Ja, wenn man noch nicht weit in der, also wenn du noch nicht wirklich weit bist von der Kolonie her, dann schon. Später. Geht das, wenn du auch ein bisschen Panzerung, also so Westen und sowas alles hast, aber am Anfang sind die echt kritisch, ja. Es regnet. Ach, so schön. Ich würde sagen, wir schlachten dann auch alle Viecher, bevor wir gehen, verarbeiten die noch zu essen. Klingt böse. Ist aber praktisch gedacht, dürfte nicht vergessen. Haben wir jetzt hier eigentlich das da unten theoretisch verbunden? Nein.
Überfall, Verwandtschaft, schon wieder. Oh. Stammesmitglieder, oh, die kommen aber mit 30.000 Leuten. Sie werden sich noch vorbereiten, okay. Ja. Gut, das Gute bei denen ist, die haben schlechte Waffen, aber sind immer ein paar mehr. Das jetzt geht noch. Deswegen nehme ich immer gerne Karten mit Hügeln und Bergen, Sack, weil du da noch viel offen hast. Ja, der Kalaf, der war der Meinung, wenn ich einfach die einbaue und ignoriere, dann ist es bestimmt super. Was er nicht bedacht hat, ist, dass sich Käfer vermehren. Okay, die bereiten sich jetzt noch vor. Das heißt, was wir aber schon mal machen können, ist hier die Dinge an. Einfach für den Notfall. Die werden wahrscheinlich von da oben kommen. Vielleicht teilen sie sich auch auf. Na, überraschen wir mal. Und einer davon ist der Bruder von Azraheld. Jetzt kommen sie schon. Okay. Dann, Leute, aufwachen. Schauen wir mal, was wir so machen können. Gucken, von wo die genau kommen dann. Lemming brauchen wir noch. Und dann den Asra. Germanicum. Wiesentroll. Laertes nicht. Basti schon. Nano nicht. Und den UI. Ja. Das ist die Frage, von wo kommen die? Die teilen sich. Nämlich auf, dachte ich mir. Okay. Dann nehme ich UI, Fußball und Wiese. Obwohl, eigentlich reichen zwei. Wie viele gehen unten rum? Zwei. Mit Nahkampfwaffen. Okay. Dann reicht die beiden reichen eigentlich. Die Granatnetzwaffen? Ja, die sind schwierig. Ein Alpaka hatte eine Fehlgeburt. So, und jetzt hat der Asra was Negatives bekommen, das heißt, sein Bruder ist gestorben. Mein Bruder Grüne starb, genau. Das ist natürlich der eine, der nicht ohnmächtig geworden ist, sondern sterben musste. Was war hier los? Die sind auch tot. Da hauen noch welche ab. Aber unsere Türme sind kaputt. Die haben die meisten unserer Türme kaputt gemacht. Was ich nicht so gut finde. Ja, genau, Nachwuchs gibt's noch nicht. Aber dann für den nächsten Patch angekündigt. Ein Großhändler ist eingetroffen. Das ist super. Das ist gut. Und ein Geschütz hat eine Störung. Und hier sind alle Geschütze fit gewesen. Das hier unten hat einen Geist aufgegeben, aber mein Gott, das eine. Schwere Krankheit, ach so.
Ich dachte schon, einer von unseren. Wer ist denn unser Sozialmensch? Scott? Ja. Lemming. Aber ich glaube, Lemming hatte eine Verletzung, die es ihm unmöglich machte oder so, ne? Und dann musste es, glaube ich, doch Scott sein. Ja. Ja. Yep. Okay. Nun, wir sind das Höhlenmenschen. Ich baue mich gerne in Höhlen tatsächlich bei RimWorld, weil es einfach sehr, sehr, sehr sicher ist. Natürlich hast du das Risiko von Käfern, aber du hast auch, naja, du hast nur eine Front, die angegriffen werden kann. Okay. Was habt ihr denn? Wir müssen sowieso Zeug loswerden, weil wir wollen ja bald los. Das heißt, wir konzentrieren uns auf Medizin und Essen. Medizin und Essen und Waffen. Medizin, Essen und Waffen. Okay, dann kann erstmal. Was kann weg? Hier, Stoff haben wir genug. Wolle auch, das heißt, die ganzen Kleintierzeug hier kann alles weg. Allzu viel nehmen die ja nicht für den Großhändler. Die haben jetzt nur nur Klamotten nehmen wollen. Also du kannst die Leute quasi umbringen. Das ist aber schlecht für das Gemeinschaftsgefühl. Also die Leute sind dann alle ein bisschen pissig. Du könntest. Auf sie schießen lassen. Du könntest sie einschläfern lassen. Nano hat Hunger, bringt dem Jungen mal was ein, einer was? Wieso soll Laertes bleiben? Laertes sagt die ganze Zeit, er will bleiben, aber der kommt mit. Nee, Zack, du kannst Holz nehmen. Du musst bei den Leuten hier auf Körper, wenn die im Bett liegen, Operation, Aufgabe hinzufügen. Und dann kannst du Sachen mit denen machen. Betäuben, einschläfern, Körperteile entfernen oder implantieren. Aber ich weiß gar nicht, ob Holzarme gehen. Und eine gute Medizin. Es muss auch eine gute Medizin sein, ansonsten geht's nicht. Ich lasse Nano alleine verhungern. Ja, nicht. Ich meine, ich kann Laertes auch da lassen. Also mir ist egal. Ganzen Boomerloops können wir mal jagen, solange wie es noch regnet. Weil die Boomerloops und so, die explodieren, sobald sie sterben. Und beim Regen ist das nicht so das Problem, weil die dann halt einfach gelöscht werden. Soll sich die Raupe da links noch rühren? Nee, die sind beide. Die sind beide bewusstlos. Die stehen nicht mehr auf, die sterben aber auch nicht von alleine, weil es halt Maschinen sind. Wir müssten jetzt noch weiter drauf reinhauen, aber das ist. Pff. Eine Krankheit. Bei Ameisenigel. Tragisch. Bestimmt, Nenari, bestimmt. Meine Nase kitzelt. So, was würde ich denn hier jetzt mal gucken? Können wir denn Helme machen?
Schutzwesten, wie viel kostet mich das? 120 Stahl und 2 Bauteile. Haben wir überhaupt so viel? 46 Bauteile. Mach mal 3. Nee, ich glaube, die Käfer, die kommen noch mal hoch. Aber ich glaube, die hier nicht. Zack, bei dem Spiel hier, das ist eine andere Welt. Ach Mann, hat's aufgehört zu regnen. Naja, wird schon nochmal regnen. Wenn nicht, dazwischen ist ein Fluss, es kommt eh nicht zu uns. Und wir gehen ja eh, also ist egal. Wir könnten das Gold hier unten noch mitnehmen und den Stahl. Wobei das hier schwierig wird, weil das genau Wasser drumrum. Solange uns der Puma hier in Ruhe lässt, ist mir das egal. Ja, lauf in die Flammen! Den muss ich im Auge behalten hier, der ist mir nicht geheuer. Jetzt regnet's, sehr schön. Oh, pass auf den Wolf auf, Wiesentroll. Okay. Okay, der interessiert sich nicht für uns. Meninio kann wieder laufen. Das ist auch schön für Meninio. Cut off. Die Handelskarawane zieht weiter. Das finde ich gut. Zieht ihr mal weiter. Ja, Zack. Ich habe hier aber keine Kuh zum Zähmen. Daher ist das egal. Kühe sind echt gut wegen der Milch, aber Buffalos sind besser. Die geben nämlich Milch und Fell. Und Hühner sind total cool, die explodieren. Wenn die sich vermehren, hast du irgendwann 10.000 von denen. Das ist krass. Und jetzt Distel 2000 hat für den 7. Monat resubscribed mit dem Prime Sub. Ich habe es jetzt erst gesehen. Ich habe vorhin irgendwas gehört, aber Distel, ich danke dir. Ich freue mich sehr, dass du dabei bleibst und hoffe, dass es dir immer noch gefällt. Dankeschön. Hühner habe ich nie probiert, müsst ihr mal machen. Wenn ihr mal bei irgendeinem Händler einen Huhn und einen Hahn kriegt, kauft die mal, haltet die sicher, weil die werden gerne gerissen von irgendwelchen Raubtieren, aber haltet die mal, die explodieren. Dann legen die Eier, die du, wenn die nicht ausbrüten, kannst du die einfach verkochen. Oder du lässt sie liegen und dann werden die zu Küken. Erstmal sind die Küken mega niedlich und dann kommen so viele davon. Also normalerweise schlüpfen die bei mir auch, wenn ich sie einfach liegen lasse, Gecko, wenn ich sie nicht aufsammle. Dann kommen da eigentlich auch Küken.
Schweine sind auch süß. Vor allem kannst du Schweine, Schweine, Wildschweine und Hunde sind die einzigen Tiere, die, also das sind die einzigen Tiere, aber das sind die Tiere, die ich bisher hatte, die, da auch Tretts tatsächlich tragen können. Jetzt hier nicht die kleinen, aber so Labradore, Schäferhunde und Wildschweine und Schweine, die kannst du zum Tragen züchten. Schon mal im Winter probiert. Ich spiele meistens nicht auf Maps, wo es tatsächlich so kalt wird, dass man nichts mehr anbauen kann. Bei mir ist das normalerweise einfach so. Und als ich die Mods noch hatte mit den Indoor-Anbaugebieten und sowas alles, war das sowieso noch viel cooler, weil dann habe ich irgendwann noch alles nach innen verlegt. Das war cool. Guck mal, der Stapel ist dran hier. Oh, da ist eins explodiert. Ja, aber unwichtig. Die fette Raupe, ja, die hat man schon. Oh oh, Stapel. Ich hoffe, den Puma hast du im Blick. Okay, geh weg, bitte. Oh Gott, geh weg. Nimm das Eichhörnchen, das ist nahrhafter. Die Westen schon fertig? Er hat jemand angefangen. Aber ich glaube, ist ja eine davon. Nee, alles von Toten. Noch keine von uns. Hier, Satan baut. Versteckte Gegenstände. Ist das auf dem Weg? Oh, das ist sogar. Ist das auf dem Weg? Wir wollen nach hier. Dann könnten wir nach da. Okay, behalten wir mal. Obwohl, das ist wahrscheinlich zeitlich begrenzt, ne? Ja, mal gucken, wenn es noch da ist, wenn wir da sind. Wenn es noch da ist, wenn wir auf dem Weg sind, dann ist okay, aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Sind nur Neurotrainer. Ameisenigel ist verstorben. Dö. Doof gelaufen. Muffalo-Kalb ist verstorben. Aber warum? Hier ist alles voll. Alles voll mit Futter. Warum fressen die das nicht? Ah, weil die. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ernsthaft? Weil die da nicht hinkommen? Wow. Ich spiele das Spiel schon seit 200 Stunden. Ich bin voll Profi, ey.
Das spielt man selber, Call of, ja. Danke, Seed. Danke, dass du nie übertreibst. Ja, sie haben es gesehen und sie kamen nicht hin. Das ist wirklich tragisch. Hirschkuh rächt sich. Das bezweifle ich irgendwie. Oh! Fußball. Komm, kill it. Komm, komm. Komm. Diese Rehe immer, ne? Geht doch. Schon mal gemacht? Nee, ich hab's gesehen mal. Und das genau, das habe ich aber heute vor. Das genau, das machen wir heute. Habe ich noch nie gemacht, müsstest du es mir erklären. Ist sehr gut, dass wir das genau heute machen. Riesen ist böse, ja. Ach, der Stapel, der holt hier die ganzen Rohstoffe. Das ist super. Ist das immer noch die erste? Ich glaube schon. Nee, nee, Fußball ist gut. Naja, unvergiftlich. Ich sammle eigentlich gerade nur noch ein bisschen Essen. Also, und im Notfall natürlich dann auf YouTube. Ich versuche das diesmal auch relativ schnell hochzuladen. Werde ich morgen die ganzen Sachen, die noch gefehlt haben, zu Ende cutten. Und planen. Oh, da ist aber auch viel Fleisch unterwegs wieder hier. Und dann würde ich glatt schauen, dass sich jeder sich hier mal so ein Wäffelchen schnappt. Auf jeden Fall die Sturmgewehre und Maschinenpistolen noch. Das dauert aber schon lange hier, ne? Hallo Obelix. Obelisk, sorry. Heißt heute nicht die ganze Zeit Rimworld vermutlich? Was? Du weißt doch nicht, wie lange wir durchhalten, Call of. So viel verpasst eigentlich nicht. Nee, wir bereiten uns nur gerade aufs Ende vor. Ja, wobei die nicht so cool. Also die sind jetzt nicht mega durchdacht generiert und so. Das sind halt. Man sieht schon, dass das einfach random generierte Sachen sind. Nacht, Markus. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich so schnell zum Ende kommen können. Das glaube ich nicht. Um was geht's in dem Spiel? Überleben.
Du hast eine Kolonie auf einer postapokalyptischen entfernten Welt, irgendein Planet. Und die Menschheit lebt mittlerweile mit Raumschiffen und intergalaktischen Fraktionen und so. Und im Grunde ist es ein bisschen wie so eine Apokalypse-Situation. Jeder ist sich selbst der Nächste. Es gibt Kolonien, die ums Überleben handeln und jagen und so weiter und so fort. Und ja, dein Ziel ist es, von dem Planeten dann mit dem Flug, mit dem Raumschiff zu bauen und abzuhauen. Aber das habe ich noch nie. Ich hatte schon mal eine Kolonie mit einem Raumschiff, aber ich bin nie tatsächlich los. Ich möchte auch nicht wissen, was dann passiert, bevor jetzt jemand spoilern will. Mit oder ohne Zombies? Es gibt einen Zombie-Mod. Obelix, da überlege ich auch schon, ob wir den dann für die nächste Staffel mal machen. Ach, der Basti. Naja, irgendwann ist TWD ja auch vorbei. The Walking Rim Zombie. Apocalypse Rim. Da kann man noch ein bisschen was mitmachen. Vielleicht haben wir da eine coole Idee. Gefängnisausbruch schon wieder. Okay, wo sind unsere Schützen? Lemming und der Mu, komm mal her. Nein, nicht den Hund! Nicht Lemming! Lass Lemming in Ruhe! Nein! Jesse Gecko. Das Asra hält ein dicker Schneemann. Nee, der ist nackt. Der ist nur nackt. Hallo, Silberfuchs. Du hast den Mu genannt. Die heißen alle wie Zuschauer und Leute aus der Herde. Wieso kriegt der Lemming hier die gute Medizin? Was ist da los? Achso, jetzt können wir ja mal, wo wir gerade hier sind. Ja, läuft alles, Herbie. Wo wir gerade hier sind, was ich mir mal überlegt habe, und da wollte ich mal wissen, was ihr davon haltet. Das kam ja eins nachts mal so als Idee. Und zwar habe ich mir überlegt, was ist denn, wenn ich auf, also ich habe ja, YouTube läuft ja relativ regelmäßig, beziehungsweise sind da ja mal zumeist nur so Stream-Aufzeichnungen drin. Und was mich irgendwie reizen würde, ist so eine Art How-to-Rimworld oder sowas zu machen, weil das ist ja jetzt schon ein Projekt, was eine ganze Weile läuft. Und da habe ich mir einfach gedacht, ich mache zum Beispiel in der ersten Folge so, ich will eine Kolonie starten, was haben die
Worauf muss ich bei meinen Kolonisten achten? Oder worauf muss ich bei meinem Erzähler achten? Worauf muss ich bei meinem Landeplatz achten? Und dann halt immer so Schritt für Schritt so eine in so kleinen Videos gepresst, quasi irgendwelche Erklärungen, wo ich dann noch ganz detailliert darauf eingehe, was macht was und wieso würde ich das so machen und so weiter und so fort. Quasi ein Let's Play, aber eher so auf diesem Charakter von dem ganz genaues Erklären, weil das ist im Streamer ein bisschen blöd. Ich hätte da irgendwie Lust drauf, das mal so auszuprobieren. So, nicht als Streamaufnahme, sondern tatsächlich einfach als eine Aufnahme privat, die dann auf YouTube das erste Mal quasi läuft. Hey, Donnerkönig. Schulungsvideos. Ja, genau sowas. Das Stapel bricht zusammen. Was ist denn da los? Sehr gute Idee, Lemming. Das freut mich aber. Sag mal, Stapel, was machst denn du hier? Geh doch ins Bett, wenn es dir nicht gut geht. How to die? Vielleicht. Ist dann die letzte Folge, die verschiedenen Tötungsarten oder so? 10 Minuten. Ja, ja, genau so. Immer so kurze Sachen halt. Immer auf die... Jetzt nicht in einem Rutsch komplett das Spiel durcherklären, sondern dann... Jetzt gucken wir uns die Erzähler an und heute gucken wir uns die Kolonie an. Dass das wirklich so ganz kleine Videos sind. Dass du eine Playlist hast, wo ganz spezifisch, wenn du irgendwo was nachgucken willst, dann genau nur diesen Teil ansehen willst. Und wenn der nur 5 Minuten dauert. Und dann ist ja das Schöne bei YouTube, da gibt es ja tatsächlich Kommentare. Das heißt, da kann man tatsächlich kommentieren. Und das heißt, wenn irgendwo was nicht stimmt oder wo man andere Erfahrungen gemacht hat oder so, kann man das dann immer darunter nochmal von sich geben. Das finde ich ganz cool. Oh Gott. Vor dem, man hört es aber nur. Man sieht es, glaube ich, nicht, oder? Minuten oder die 2 Leben eines Punisher. Oh, wird das deine Autobiografie? Man sieht es nicht, ne? Ja, es ist nur mega laut. Danke, Foley. Leertes Krebsgeschwür ist am Abklingen. Das klingt gut. Schade, dass wir sein Schicksal nie miterleben werden, weil er hier bleiben möchte. Yassi, das ist laut. Es geht nur als Singleplayer. Multiplayer wäre ziemlich cool, wobei ich mir nicht gerade, also wobei ich mir nicht unbedingt vorstellen kann, wie man das umsetzen will, ehrlich gesagt. Mann, was ist denn jetzt hier die dauern ewig. Jeder raidet jeden. Das sind so verschiedene Kolonien auf der Welt von jedem. Was ist nicht so ein Handel mit anderen wäre ganz cool oder so. Mein Gott, Kalaf! Laut. Ist das auch laut? Guck mal, Kalaf, das ist jetzt eine Rache. Wobei das nicht zählt eigentlich, weil Foley bei sich alles ganz, ganz leise gedreht hat. So, wie sieht das jetzt hier mit den Westen aus? Da kommt unsere erste Weste.
Da unten ist ein Foto von dir ganz unten links. Was? Was? Können wir jetzt schneller arbeiten, wenn wir hier sagen, ich will hier auch nochmal 3 Schutzwesten? Oh mein Gott, Foley! Bist du neuer Streamboss? Oh. Da hat Gecko wohl hängen lassen. Gibt's auch Schusswaffen? Ja klar, wir haben hier eine ganze Menge. Wir müssen bloß... Ach, vorhin Kümmel hat seine... Lemming hat sie sich wieder geholt, okay. Aber hatte nicht irgendjemand... Keiner mehr? Egal. Ich warte gerade eigentlich nur darauf, dass hier mal ein paar Westen noch, aber ich glaube, wir ziehen einfach ohne los. Das ist bei euch nicht laut? Okay, dann ist egal. Nee, Kalaf, das traust du dich gar nicht. Okay, also wir lassen Laertes und Nano hier. Nano geht ja gar nicht, weil der hat keine Wirbelsäule. Und die drei, die kommen dann halt, also wenn die sich bis dahin nicht umentschieden haben, bleiben die auch hier. Essen haben wir mittlerweile ganz gut auf Vorrat. Das passt so. Das können wir mitnehmen. Und ansonsten. Ach Gott, wie läuft's? Gar nicht, okay. Das Ding ist, ich habe den Stream-Modus ja aktiviert über Discord. Das heißt, ich krieg die ganzen Alerts da nicht. Wo wollt ihr denn alle hin? Das Holz holen? Das ist aber lieb von euch. Stapel dreht wieder durch, aber das ist okay. Hauptsache, nimmt das Gold dann auch gleich mit. Kann die Träger sein. Alles klar, Stapel, danke. So, sind wir dann bereit langsam? Irgendwie wird das, dauert das mit den Westen zu lange. Ich muss mal kurz gucken, wenn wir in der Welt sind. Wie machen wir das nochmal mit der Karawane? Das muss mir gleich nochmal... Wo ging das? Menü nicht. Mal kurz den Button nochmal suchen. Seed Mortality, stimmt. Das stimmt, wir hatten den Seed Mortality. Und dann, was soll das bringen, Kalle? Ja, das ist die. Und wir haben nur 50%. Du kannst auch 100% Abdeckung machen, dann ist die ganze Weltkugel generiert. Ich überlege gerade, wo war denn das nochmal? Wie kannte man denn nochmal? Eine Karawaneform. Muss ich da auf jemanden klicken? Sekunde.
der Weltansicht. Und dann? Sollte er hier theoretisch irgendwo sein? Auf dein Dorf oder auf den Zielort? Ah, erstelle Karawane. Alles klar, Nackesack. Da müssten wir dann... Genau. Kolonisten müssen wir Lemming nehmen. Basti. Yamanikomu. Ne, Laiatis nicht. Guck mal, wie viel wert die sind. Unforgiven ist unser wertvollste. Laut Rimworld ist Unforgiven der wertvollste. Und Lemming ist am wenigsten wert. Wow. Das ist so ein bisschen so eine... Naja, so eine Art Tabelle der wertvollsten. Tschüss, Gecko. Ja, Foley, aber Gecko hat im Gegensatz zu dir schon erwähnt, dass er möchte, dass das weiterhin alles über Random läuft. Nur du wirst jetzt in der nächsten Runde auf jeden Fall dabei sein. Wiesentroll. Achso, Nano ist gar nicht zur Auswahl. Okay, von den Gefangenen brauchen wir keinen. Brauchen wir den Hund? Weiß nicht, der Hund kann mit. Und bei Gegenständen könnte man da gucken. Wir haben 385 Kilo Tragelast zur Verfügung. Ja, Folie, das habe ich jetzt aber festgelegt. Wenn wir alle Mahlzeiten mitnehmen und die Medizin. Und dann die Leichen möchte ich nicht so unbedingt mitnehmen. Aber wir können die Waffen noch mitnehmen extra. Okay. Okay. Da können wir auf jeden Fall dann ein bisschen gucken. Warum? Fußball? Wozu? Eigentlich wollte ich die Tiere vorher alle schlachten, damit wir das Fleisch noch verarbeiten können. Wobei die Mahlzeiten so reichen sollten jetzt. Die können gut tragen. Warte mal, ich will erstmal gucken, wo sind noch unsere Nahkämpfer? Scott. Hat jemand schon die Weste an? Weil hier lagen die Westen. Ich glaube, die hat eine angezogen, aber ich sehe nicht wer. Aha, Basti. Okay. Ja gut, aber das dauert so ewig. Die Geräusche. Was macht der da? Repariert der ein Auto? Ach, wisst ihr was? Wir gehen einfach. Was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Können wir auch hier eine Karawane bilden? Nein,
Geht nur da, okay. Erstelle Karawane. So. Lemming, Basti, Germanicum. Mu. Lehrt es nicht. Wiese, Ui, alle anderen schon. Jetzt ist ein Vermögen von 300 weniger wert. Was ist denn da passiert jetzt in der Nacht? Und den Hund und die Muffalos. Okay, Gegenstände will ich mitnehmen. Wir nehmen das Trockenfutter mit. Wir nehmen die Bauteile mit. Wir nehmen die Medizin mit. Wir nehmen Silber und Gold mit. Wir nehmen die Granaten und so mit, weil die sind vielleicht gar nicht mal so schlecht was bei dem, was wir vorhaben. Und dann will ich gern das dabei haben. Ich will das Sturmgewehr dabei haben. Das. Ich will das dabei haben. Das. Das. Und da 17%, nee. Ich nehme noch. Eine Shotgun. Und vielleicht noch ein Stahlspeer oder zwei. Bisschen Holz. Ah ja, und das Essen natürlich. Jetzt sind wir bei 400 von 600 Kilo. Ja, dann, was nehmen wir da noch mit? Bisschen Stoff. Und Stahl. Ja, jetzt sind wir bei ziemlich viel. Abmarschrichtung nach, wir müssen nach Südwest, glaube ich. Annehmen. Deine Karawane hat Essen für 4,5 Tage. Du wirst sehr schnell hungrig werden. Bist du sicher, dass du die Karawane losschicken willst? Warte mal, zurück. Geschätzte Zeit. Bis zum Ziel. Ich will nach da. Na, ich will von da nach da. Rechte Mausweg. Achso, dahin. 2,9 Tage. Ja, das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir hin. Annehmen. Bestätigen. Welt. Los, Leute, auf geht's! Wir gehen! Tschüss, Nano! Tschüss, Laertes! Macht's gut! Bis die Tage, bis dann! Tschü! Tülü! Wir sind weg! Auf wen warten wir noch? Wiesentreu und die da hinten. Tschüss, Laertes. Mach's gut. Wir laufen hier mal weiter verwirrt im Kreis. Denkt dran, dass ihr noch Essen braucht. Gefängnisausbruch ist jetzt schlecht. Wir sind gerade weg. Jetzt rennen die alle zurück. Ach nee, die holen sich das Zeug. Oh, das ist aber schlecht. Wir sind gerade auf dem Weg. Wir wollten gerade gehen. Geh einfach, okay? Wir machen auch nichts dabei. Komm einfach mit. Lass Basti bitte in Ruhe. Wir brauchen den. Kann ich das jetzt einfach abbrechen? Kannst du bitte gehen, Wiesentreu? Geh doch einfach raus. Ich habe doch noch Kontrolle über Laertes, oder? Wo ist denn der?
Errichte Dach. Warum? Das ist der möglichst schlechteste Weg. Moment, um hier irgendwas... Hallo Zero. Cassie, du kannst auch einfach mit mir reden, statt das so zu schreiben. Ich weiß schon, dass ich die Kolonie behalte. Ich weiß auch, dass ich jederzeit zurückgehen kann. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Nein! Komm! Was? Jetzt doch! Wir sind doch fast weg gewesen! Oh Mann, Emu. Haben die jetzt abgebrochen, die Ach nee, die bepacken die Viecher, okay. Mu ist tot, yep. Auf den letzten Metern nicht Last Man Standing geworden. So kurz vorm Abhauen. Ja, scheiß auf Menino. Keine Western gehabt. Das wird's gewesen sein. In der Kolonie war er der Erste. Aber da der Mu sowieso safe in der Kolonie drin ist, ist das nicht so wichtig. Aber Last Man Standing ist er schon mal nicht. Gescheitert an einem Typ mit einem Wurfspeer. Während er ein Sturmgewehr in der Hand hatte. Ja, ja. Jetzt haben die den ganzen Scheiß schon auf dem Rücken. Ich würde gerne einen mit dem Präzisionsgewehr trotzdem nehmen. Tschüss, Moser. Hi, Julie. Oh, komm, was? Warum? Wieso geht... Wir müssen gar nicht irgendwo hingehen. Die schaffen es von alleine, dass hier alles im Bach runtergeht. Möglich, Donkey. Wieso killst du nicht die Gefangenen? Wozu? Schön, wie sie sich hier schon wieder alle hassen. Hat Lemming begleitet. Schön. Der hatte Hunger? Nee. Doch. Essen die nichts, während die packen? Sind die doof? Ist das Maschinengewehr weg?
Basti, ich muss dich leider hochscheuchen, weil ich habe. Kann ich laufen? Ich habe nämlich das Gefühl, du musst die Waffe aufnehmen, bevor wir jetzt losgehen. Ansonsten lassen wir die liegen. Was ist denn das hier eigentlich noch? Eine schwere Maschinenpistole. Beste Voraussetzung, ja. Okay, Basti, warte mal. Du musst kurz. Welche hattest denn du? Ich glaube, die. Die hier nehmen. Und haben wir noch jemanden? Null. Scott. Weißt du was, Scott? Nimm die. Oh, VD 400 Stunden Hype. Tschüss, Obelisk. Die sind aber schon noch am Packen, oder? Nee, irgendwie ist da die Tasche jetzt weg. Mach ruhig, Foley, mach ruhig. Haben die jetzt aufgehört, das mitzunehmen, weil irgendwie haben die keine Taschen mehr? Haben die die Reise abgebrochen? Forschung, toll. Scheint so. Ja, da muss ich wohl nochmal neu starten. Weil Mu fehlt? Meinst du? Nano, 600 Stunden Hype. Ja, Folly, was ist das für ein Strawpoll? Was meinst? Ja, nee, warte noch. Okay. Alles klar. Guck mal auf der Karte. Sieht ganz so aus, ja? Ja, dann warten wir mal, bis die alle wieder fit sind und dann. Oh, dem Kalaf kannst du nichts erzählen, Foli. Dem Kalaf kannst du nichts erzählen. Du bist der dunkle Lord. Ja, Nano. Da, der dunkle Lord bist du da. Der ohne Wirbelsäule ist. So, wir sind treu, es fit. Jetzt warten wir auf Basti. Wenn Basti fit ist, dann versuchen wir es nochmal. Hey Chucky.
Jetzt wollte Basti hier durchlaufen. In der Zeit wurde das zugebaut und er musste wieder umdrehen. Oh, ist das traurig. Basti hat sich erholt. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Wo sind wir? Da. Erstelle eine Karawane. Mit allen aus Allerertes. Welcher ist Allerertes? Der. Du kommst nicht mit. Und dann die Muffalos. Und der Hund. Und dann die Gegenstände. Wir nehmen was von dem Trockenfutter mit. Die einfachen Mahlzeiten. Meinetwegen auch die Kartoffeln. Dann was von dem Stoff. Die Medizin. Alle Medizin. Den Stahl. Dann. Ah, der Plastahl ist zu schwer. Okay. Uran auch. Naja. Die Wellen könnten sinnvoll sein. Die nehme ich mal mit. Dann nehmen wir mal was von dem Holz mit. Das war zu viel. Ach, wir brauchen kein Holz. Wir sind über Wald. Okay. Das Silber und das Gold. Die Granaten. Und das Sturmgewehr. Maschinenpistole. Das hier, das hier. Ja. Das passt. Nacht, Yoshi. Dann geschätzte Zeit bis zum Ziel, dahin, genau, annehmen. Ein großer Teil des zugewiesenen Essens verdirbt bald, sollen wir trotzdem, ja klar, schaffen wir schon, easy. Die Bauteile, ach scheiße, ja, die finden wir unterwegs, die brauchen wir eh nicht. Das ist erst Late-Game-Content und so, damit kommen wir nicht mehr. Und hier wird gepackt. Diesmal sind sie sogar hier vorne. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Wieso rumrennen hier? Wir haben keine Medizin im Lager. Ja, das liegt daran, dass wir alles mitnehmen. Die kommen schon klar, Nano und Laertes. Das schaffen die schon. Hab kein Pemmican. Oh, es geht los. Aber nach Nordosten war nicht so clever. Egal, wir schaffen das schon. Tschüss, Nano. Tschüss, Laertes. Diesmal aber wirklich. Ach, Basti. Ach Gott, Basti. Ach, Marie, Basti, das wird. Auf dich müssen wir aber lange warten. Stapel rastet schon aus. Wow, Zack, wow. Hammer's dann, Basti, sind wir jetzt da? Karawane bereit.
Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Da gehen die jetzt hin. Ich wäre, dass die bis da gehen. Lauft. Laufen die automatisch? Ah, ist wahrscheinlich Nacht. Basti hat einen Anfall. Kann ich da reinsehen? Also, kann ich die beobachten? Oder bin ich jetzt nur bei der Erde und den beiden? Weil hier sehe ich die nur in der Welt. Nee, okay. Ja, die kommen schon klar. Die kommen schon klar. Die beiden hier kommen auch klar. Das passt. Hier. Na ja, das ist Koch. Das haut doch hin. Mehr brauchst du doch nicht. Laertes ist... Pflege musst du leider auch machen, Laertes. Hilft nicht so. Du musst irgendwie alles so ein bisschen machen, ne? Also... Ja. Ne? Landwirt wäre gut. Kannst du nicht. Doch, kannst du auch. Wäre wichtig. Wäre echt wichtig. Ja. Wie spät ist es? 4 Uhr früh. Dann gehen die bald weiter. Nano hat Hunger. Laertes, Nano hat Hunger. Oh, ist das nicht schön? Du darfst jetzt dein ganzes Leben Nano opfern. Das ist allerdings ungünstig. Das ist ungünstig, Laertes. Mach mal die Tür zu und hoffe aufs Beste, würde ich sagen. Aber wir können nicht mal die Dinger anmachen. Ja gut, ne? Schön war's. Ist jetzt, du bist jetzt hier, guck mal, du bist jetzt so ein Landwirt, der hier, die machen unser Stromzeug kaputt. Nano? Nano? Nano, wir haben ein Problem. So, pass auf, du hast jetzt hier geladen. Und jetzt, Laertes, pass auf jetzt. Jetzt machst du Folgendes. Du gehst hier hin und schießt die einfach von draußen kaputt. Jetzt haben die unsere Anlage angezündet. Die greifen unsere Tiere an! Boah, wie assi. Nicht die, nicht die. Hey, du Affe. Na, das war der Stein, der hat es. Ja, ja. Ja, fast. Ja? Sehr schön, jetzt zurück, schnell zurück. Geh, Laertes, geh. Ist egal. Die können dir gar nichts. Das ist nur ein bisschen angekratzt, dir geht's gut. Oh, oh. Kommt doch her, hä? Komm doch her. Ja! Komm, mach mal Folgendes. Verarzte dich mal selber. Kannst du nicht? Selbstversorgung deaktiviert. Warum? Achso, muss ich einstellen. Achso, okay. Körper selbst versorgen. Machen wir kurz. Wir schlucken kurz ein bisschen Schmerztablette.
Ganz kurz, was machen die anderen so? Die sind unterwegs, sehr schön. Der Erdes verteidigt jetzt die Kolonie. Das ist überhaupt kein Problem. Verrücktes Tier. Das ist super. Das ist super. Die kämpft für uns. Die greift die an. Der hatte Luciferium dabei. Das ist eine mega furchtbare Droge. Guck da, die Ratte. Hä? Was willst du? Hä? Komm da her. Ja? Ja? Musst dich hinter deinen kleinen Holzkübel da ver... Hä? Ja, guck. Aua. Haben wir noch eine andere Waffe? Hier, nimm mal Präzisionsgewehr, der Erdes. Ja, das ist der Herschel. Also, du bist dann irgendwann da, ne, der Erdes? Was machen die so? Die sind unterwegs. Boah, bist du langsam. Warte mal, ist das jetzt wirklich die beste Waffe? Oder nehmen wir vielleicht doch lieber noch was anderes? Was haben wir noch? Wir haben noch... Überlebensgewehr. Könnten wir auch versuchen. Aber das ist besser für ihn, glaube ich. Mann, was ist denn der so passiv-aggressiv? Also, naja, passiv nicht. Was ist denn der so aktiv-aggressiv? Laertes, kommst du? Ja, okay. Alter! Boah, jetzt werden sie aggressiv. Scheiße, jetzt bräuchte ich doch die Shotgun. Oder wir stellen uns ganz hier hinten hin. Jetzt, jetzt doch nicht. Unser Generator brennt, Nano. Es wird vielleicht gleich ein bisschen warm. Ah, warte. Ah, shit. Okay, wir versuchen mal das Überlebensgewehr. Der Erd ist go. Die anderen haben den Fluss schon überquert. Ist doch schön. Hallo, ist unfair. Wir brauchen das. Jetzt aber. Das wird jetzt krass. Passt auf. Also wir sind gleich da. Hey, wir brauchen das. Oh, und das andere zündete an, der Arsch. Sie haben aufgegeben. Sie haben aufgegeben. Laertes, du hast es geschafft. Nein, du bist bewusstlos. Und aber ich, was soll ich denn machen? Nano liegt doch auch. Tja, das ist jetzt ungünstig. Das ist jetzt ein bisschen traurig. Die Alpakas haben sich erholt. Das ist schön. Ich kann mir Nano richtig schön vorstellen. So ein alter Mann oder so in einem Rollstuhl, außer dass er komplett flach liegt und die ganze Zeit nach allen rumbrüllt und so. Nano, die Rolle steht dir.
Ich hoffe nur, er wacht irgendwann wieder auf. Nano ist liebevoll, ja. Nano geht aber in der Rolle auch auf. Also das ist auch seine echte Persönlichkeit in 60 Jahren. Laertes, bitte wach wieder auf! Jetzt ist der Strom aus. Kritischer Alarm, schwere Krankheit. Ja, echt. Oh nein, der Fernseher ist aus. Oh nein, der arme Nano. Gottes Willen. Und hier, das ist halt keine Connection mehr. Scheiße. Hey, das ist ein Wildschwein in unserer Kammer. Ja. Erschöpfung, echt, erzähl nicht. Dem geht's auch nicht so gut. Verhungernd, ja. Laertes ist zusammengebrochen. Jetzt schläft er. Ich würde mich freuen, wenn Laertes wieder aufwacht. Laertes? Hirschkuh ist an Blutverlust gestorben. Tragisch. Wisst ihr was, Tiere? Macht, was ihr wollt, ihr seid frei! Wo geht ihr hin? Die Rauchblätter vom Feld fressen. Ja, ja. Tja, tot in 5 Stunden. Es war schön mit dir, Laertes. Meninho ist an Nahrungsmangel gestorben. Okay. Tja, Nano. Sieht schlecht aus für dich, ne? Du verhungerst bald. Laertes ist an Blutverlust gestorben. Tja, Nano. Schlafen ist da das Beste, hast du recht. Klo ist an Nahrungsmangel gestorben. Und damit ist Nano der letzte Lebende hier. Nano ist gestorben. Damit ist unsere alte Kolonie tot. Jetzt haben wir die hier.
Denn Fraktion kann nur eine Basis haben. Okay, dann sagen wir, das hier ist aufgegeben. Einige deiner Kulissen oder Tiere sind in diesem Gebiet. Bist du sicher, dass du es aufgeben möchtest? Ja. Und ihr geht dann greife Außenposten an. Generiere Karte für Bewegung. So. Wo sind die Buttons? Okay. Also das hier ist so eine generierte Basis. Ist halt echt nicht so cool. Und ist halt echt nicht so viel los. Und jetzt können wir die halt hier angreifen. Oh, die geile Wildschweine. Und ja, die gehen auch auf uns gleich drauf. Deswegen... Ein Muffalo ist trächtig. Ach, schön. Wir ziehen uns mal in den Wald zurück. Nicht unsere Muffalos! Bitte, die tragen unser Zeug. Alter. Nein, der Hund ist tot. Bitte nicht die Muffalos anschießen. Oder anzünden. Du hast alle Gegner besiegt. In 2 Tagen wird sich die Karawane automatisch neu bilden. Ach, die fliehen. Können wir... Nee, es brennt einfach. Wir können es aber nicht löschen. Ich würde ihm helfen. Ist kein Tierpfleger. Wen habe ich aktiviert? Fußball. Ist Basti da? Basti? Kannst du nicht. Okay. Ja, dann. Aufgabe abgeschlossen. Du hast den gegnerischen Außenposten besiegt. Die Bezahlung von nordwestlich Stan ist eingetroffen und die Beziehung zur Fraktion hat sich um 8 verbessert. Riesenflachbildfernseher. Genau, was wir brauchten. Ein Flachbildfernseher. Kann mal jemand dem Muffalo helfen? Zusammenbruch, Verwirrung. Unforgiven hat einen Zusammenbruch und geht verwirrt umher. Die Ursache, die das Fass überlaufen ließ, war mein Verlobter Laertes starb. Es regnet. Okay, ich brauche mal einen Lemming. Brech mal hier ein. Gebiet freigelegt. Sehr schön. So. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Okay. Schwere Krankheit. Asra. Wo ist Unforgiven? Die liegen hier alle so nah beieinander. Germanicum.
Wo ist Unforgiven? Ach so, der rennt umher. Okay, dann war es Wiesentroll. Asra verhandelt, verarztet, ja. Okay. Was ist mit Wiesentroll? Der müsste sich auch mal kurz hinlegen. Stab ist auch verletzt. Ja, der müsste sich eigentlich kurz um Stapel kümmern. Haben wir noch einen Arzt? Nein, und Anfang gewöhnen. Unforgiven ist noch am Durchdrehen. Okay, jetzt muss ich Wiesenträumer hinlegen. Und, ach, warte mal, der kann sich ja selbst verarzten, ne? Körper? Selbstversorgung, ja. Kannst du dich nicht selbst versorgen? Was? Wieso ist er rasend vor Wut? Nicht? Okay, retten. Und Stapel. Wo ist Stapel? Da. Stapel kümmert sich um Wiesentroll. Schwere Krankheit, Wiesentroll. Ja, wir kümmern uns drum. Zusammenbruch, Verwirrung. Stab ist verwirrt. Das ist sehr ungünstig, wenn wir bald weiter wollen, übrigens, Leute, ne? Wenn alle unsere Ärzte jetzt verwirrt oder down sind. Unforgiven ist zusammengebrochen. Okay. Wo? Da. Alles klar. Germanicum. Du bist kein Arzt. Okay, haben wir noch jemanden, der irgendwas kann? Germanicum. Zack, du bist Arzt. Herzlich willkommen. Kannst du ihn retten? Oh Gott. Warte mal, warte mal. Fütterst du ihn gerade? Du fütterst ihn nicht mit einem toten Menschen, Germanicum. Wir haben doch... Hä, wir haben doch Essen mitgebracht und alles. Wo ist das hin? Ich will eigentlich auch nur, dass du ihn rettest. Donner! Donner... 25 hat für den dritten Monat resubscribed und schreibt Hallo Nubia, Hallo Chat, Hallo Donna. Dankeschön, dass du dabei bleibst. Ja, danke und vergib nach die. Ein Muffalo's trächtig, toll. Aber ich frag mich, wir haben noch Essen mitgenommen, wo ist das denn hin? Ein vergibenes Rasen vor Wut. Okay. Die Waffen sind alle weg. Stapel, was hattest du für eine Waffe? Wo ist deine Waffe vor allem? Ach, du bist gerade durchgedreht, deswegen kannst du da nichts machen. Oh, nee, Leute. Ach, toll. Oh, Leute! Das ist zum Untergang geweiht.
Mach's gut, Sammy. Wiesentroll kann laufen, sehr gut. Dann nimm mal bitte deine Waffe wieder. Jetzt möchte ich mal gerne kurz ein Lagerfeuer bauen. Wo geht das? Müsste das nicht hier sein? Ah ne, ist jetzt unter Temperatur, stimmt. Okay, es ist erst ein bisschen durcheinander, aber wir schaffen das schon. Oh, dann kennst du die davor nicht, Fußball. Die davor, die haben sich richtig gehasst. Ah, wir brauchen eine Schlachtbank, Scheiße. Ich weiß, wir müssen in 20 Stunden schon weiter, aber das war jetzt irgendwie hier noch mal. Was ich gerne machen wollte. Haben wir toll. Jetzt haben wir einen Flachbildfernseher. Jetzt sitzen die alle ums Feuer und trinken Bier. Auch schön. Das war jetzt schon das Schwein. Haben die das jetzt einfach? Was machen die hier unten? Schlachtet Kreatur. Ach so. Rasen vor Wut. Germanicum. Okay, UI. Okay. Was? Hammer, okay. Das ging schnell. Könnt ihr bitte aufhören, euch gegenseitig mal zu hassen? Wie wäre das Game? Ja, die haben gesagt, als wir hier reinkamen, haben die gesagt, in 2 Tagen musst du weiter. Ich denke, wenn ich jetzt hier mache, besiedeln. Jetzt müssen wir nicht weiter. Und dann können wir einfach noch mal eine neue Kolonie machen. Dann sind wir jetzt erstmal hier. Haben keinen Stress.
Spruch? Irgendjemand ist hier ausgerastet gerade. Stapel ist aus zusammengebrochen. Cool. Asra? Kannst nicht ausführen. Okay, Wiesentroll? Ne, nicht füttern. Ihr solltet ihn holen, aber okay. So, wir machen jetzt nur alle wieder halbwegs fit und danach ziehen wir weiter. Die Schlange hier ist überhaupt nicht gefährlich. Die hat ja nur gerade das Chinchilla da getötet. Okay, wer hat jetzt keine Waffen mehr? Germanicum. Wiesentreu hat, Basti hat, Fußball hat. Uir hat, okay, Unforgiven fehlt noch. Und dann hat jeder wieder seine Waffen. Aber irgendjemand hat jetzt was, was er nicht haben sollte, oder? Weil hier fehlt noch... Wer hatte denn das Präzisionsgewehr? Hatte jemand, der sorgfältig geschossen hat, aber nicht viel Skill hatte? Hier. Germanicum. Du musstest das nehmen. Und Stapel nimmt dann das, was er fallen lässt. Und Unforgiven. Nee. Wer fehlt denn jetzt noch? Jetzt haben wir eigentlich alle, oder? Boah. So viel schlecht hier. Yay, wir haben Wurminfektion. Scott? Ja, vielleicht kommen wir doch nicht so schnell weg. Scott, Germanicum. Und Stapel. Ja, und Würmer heißt eigentlich, die können uns davon nicht sterben, aber die kriegen mega den Hunger jetzt. Die fressen uns die Haare vom Kopf. Dann machen wir mal noch Holz. Zack, 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 zack. Eine Zone darunter. Lager alles außer Tierleichen. Und ja. Und dann überdachen wir das noch.
Weil wenn was überdacht ist, verliert es keine Haltbarkeit mehr. So. Wurminfektion, Hungerrate mal 200%. Geil. Seht ihr, wie schnell der Hunger runtergeht? Die Kranken haben alle gleich Hunger, weil die sofort immer Hunger haben, wenn sie eine Wurminfektion haben. Das ist so nervig. Was ist denn? Schaffen wir das denn noch da? Wobei die Neurotrainer brauchen wir eigentlich echt nicht. Und die haben Geschütze. Das schaffen wir nicht. Ach, hier ist schon Tag und hier noch nicht. Cool. Ja, wir könnten halt versuchen, da hinzukommen, aber das wird halt ewig dauern. Ach naja, was soll's, dann haben wir das mal gesehen. Aber mit einer Wurminfektion brauchen wir das eigentlich echt nicht machen. Da verhungern sie uns sofort. Tschüss, Zack. Und eine Sonnenfinsternis, cool. Ah, ist das schön. Das Schöne ist auch, wir sind im Dschungel, das heißt, es ist mega heiß. Wiesentreu hat sich erholt, Germanicum hat sich erholt. UI ist noch nicht fit. Können wir den einfach installieren? Stört ihr die denn hier auch tatsächlich? Jetzt haben wir hier einen Fernseher, der immer nur tagsüber läuft, weil sonst haben wir keinen Strom. Oder in der Sonnenfinsternis haben wir allgemein keinen Strom. Und eine Hitzewelle. Geil. Das ist natürlich super. Tierung gattet Kobra, ich wollte die gar nicht anschreiben. Angreifen, ich wollte die anderen angreifen.
Jetzt haben sich alle erholt. Ja, wenn die jetzt nicht noch diese doofe Würmer hätten. Aber die hören halt auch nicht auf, rohes Fleisch zu essen, weil wir nicht hinterherkommen. Ja, also eigentlich warte ich jetzt nur auf die Wurminfektion, dass die aufhört. Und danach könnten wir von mir aus auch weiter. Gucken, wie weit wir kommen. Feuerteufel, das ist nicht so gut. Stapel. Mal schön Basti hinterher. Hey, die Sonne ist wieder da. Ach, Basti hat sich wieder gefangen. Ah, okay. Wir brauchen viel mehr zu essen. Viel. Oh, Kapibaras sind super. Sie sind überhaupt nicht aggressiv. Ich habe eigentlich darauf erwartet, dass wir eine Seuche oder irgendwie irgendwas kriegen, weil das kriegst du im Dschungel eigentlich echt schnell. Krankheiten sind im Dschungel eins der größten Probleme. Hier mal nur rohes Essen und Mahlzeiten reinpacken. Und hier dafür alles kein rohes Essen und keine Mahlzeiten. Und keine Tierleichen und dafür Zusammenbruch vor Wut, Lager, Tierleichen. Wer? Schon wieder Germanicum. Ey, nicht das! Nicht unser Ding hier! Stapel! Da es so aussieht, als solltet ihr eine Weile bleiben, schlägt Stapel vor, wie die Gemeinschaft einen Namen zu geben. Final Countdown. Kleine Map, oder? Kommt mir das nur so vor. Raus.
Rasen vor Wut, Unforgiven. Ungünstig. Ach komm. Es ist doch ein Camp, es ist ein Campingausflug. Es macht Spaß, Leute, kommt. Kommt schon. Macht irgendwie keinen Spaß, habe ich das Gefühl für die. Boah. Wo kommen die ganzen Schweine her? Ich baue Reis an. Das ist fruchtbarer Boden, das hätte ich gleich machen sollen. Das habe ich jetzt erst gesehen. Der wächst es schneller. Und Reis ist sowieso das am schnellsten wachsende Lebensmittel von Kartoffel, Reis und Mais. Dafür bringt es auch am wenigsten Nährstoffe. Das heißt, man braucht mehr davon. Aber für Notfälle ist es gut. Wir haben ein Essensproblem. Ach, Foley. Bewusstloser Kolonist. Fußball. Wiesentroll, rette ihn. Was ist denn hier eigentlich los? So viele Viecher. Hä? Warum? Warum fallt ihr alle um? Oh, habt ihr alle einen Hitzeschlag? Ah, oh, scheiße. Grad. Wir haben auch noch eine Hitzewelle. Azra ist kein Bauarbeiter, aber Azra, du musst jetzt bauen. Es hilft nicht. Vorratskapsel. Toll. Jade. Genau das, was wir jetzt brauchen. Wir hätten eine Ladung Eiscreme gebraucht. Schneller, wir haben ein Problem. Und umgefallen. Jetzt sind alle down. Alle sind down. Nein. Ja, ungünstig. Das kenne ich irgendwoher. Kann die Hitze bald aber aufhören? Gleich weiterziehen dürfen. Dschungel ist doof. Läuft bei denen. Ja, Alarm und Hitzeschlag. Und die hört doch nicht auf.
die Welle hört doch nicht auf und nix hört auf und alle sind kaputt. Ach, du hast wenigstens noch überdacht umgekippt. Wiesentreu und Fußball liegen hier draußen mitten in der Wildnis rum. Mit Kobras, die hier durch die Gegend kräuchen. Rest in Heat. Wow. Ja, spinn mal vorne. Oh, ich dachte gerade, Unforgiven ist an einem Hitzschlag gestorben. Ich schätze mal, jetzt fängt das Last Man Standing an. Basti ist an einem Hitzschlag gestorben. Kommt, ihr könnt aufstehen, es sind nur noch 40 Grad. Alter. Mein Gott. Jetzt ist noch ein Gewitter. Ja, klar. Ja, der Blitz hat das Wildschwein angezündet. Asra kann nicht laufen. Ja, ich weiß. Armes Wildschwein. Ich dachte, wir haben Pech. Nein, es ist ein trockenes Gewitter. Das heißt, mal gucken. Entweder, was glaubt ihr, sterben die Leute jetzt zuerst am Hitzeschlag oder erst am Feuer? Oh. Hauptsache unserem Maffe los geht's gut. Germanicum ist an Hitzschlag gestorben. Scott ist an Hitzschlag gestorben. Satan ist an Hitzschlag gestorben. Okay. Fußball ist aufgrund extremer Erschöpfung zusammengebrochen. Stapel ist gestorben. Fußball ist an Hitzschlag gestorben. Wiesentreu ist an Hitzschlag gestorben. Jetzt haben wir noch zwei. Lemming und Asra. Ach komm, 53 Grad, jetzt habt euch mal nicht so. Brennt da der ganze Dschungel ab? Ja. So ein bisschen. Adieu, ihr Muffalos. Lauf doch nicht in die Flamme, du doofes Vieh. Okay, hast du überlebt. Ich find's gut, dass du positiv bleibst, Danu. Und da regnet's. Asra ist aufgrund extremer Erschöpfung zusammengebrochen und ist eingeschlafen. Und da brennt es gleich neben ihm, aber es regnet ja. Das heißt, es wird gelöscht. Hat viel Schönes, ne? Irgendwo auch. Was? Aus!
verstanden. Schnell, mach die Kühlung fertig. Ah, Lemminglicht. Was? Was? Die sind aufgestanden. Die sind einfach aufgestanden. Die Hitzewelle ist vorbei. Konstruktion fehlgeschlagen. Okay. Vom Blitz getroffen. Du hast die Witzewelle überlebt und dann wurdest du vom Blitz getroffen. Dö-dö. Schön. Auf wem liegst du da, Asra? Unforgiven. Auf dem toten Unforgiven. Alles klar. Oh, ist das laut hier in der Gegend, ey. Ein Überfall, na klar. Wie unfair. Was? geh weg. Das ist jetzt unfair. Komm, Lemming, komm! Es liegt alles an dir! Nice. Ah, Lemming hat auch zwei Holzbeine, deswegen ist er so langsam. Ihr könnt beide nicht pflegen, aber. Aber die geben sich ja auch beide nichts, ne? Also. Rasen vor Wut? Oh nee, jetzt ist der eine K.O. und der andere ist Rasen vor Wut. Das ist jetzt schlecht. Ich kann mit ihm hier nichts machen. Ja, das ist ja super. Okay, also Asra verblutet langsam vor sich hin. Und Lemming ist durchgedreht. Wir haben gedacht, sie haben sich gerettet und dann. Und dann kam ein Überfall und das hat sie zu Weißglut getrieben. Wir haben sich gedacht, es ist so unfair. Wundinfektion in der rechten Schulter. Es ist alles so unfair. Wundinfektion im Oberkörper. Alles klar, weil Lemming hier nichts machen will. Und jetzt hat er sich eine Kobra an ihm gerecht, weil er die angegriffen hat, weil er komplett durchgedreht ist und keine Ahnung hat, was er tut. Aber er hat es überlebt. Und jetzt ist er immer noch weiter am Durchdrehen und Asra verreckt da gerade an Infektionen. Und er kann sich nicht drum kümmern, weil er durchgedreht ist. Wenn du da jetzt reingehst und den Asra erschießt...
Ganz schön regnerisch hier, ne? Tot in 20 Stunden? Okay, 19. Lemming macht das jetzt nur, damit er Last Man Standing wird. Krankheit, Wundinfektion. Ach, jetzt Lemming auch im Oberkörper. Alles klar, cool. Aha. Und Lemming ist zusammengebrochen. Azraheld ist gestorben. So schnell verstorben. Ja gut, Lemming, dann bist du jetzt eh die letzte Person, die übrig ist. Herzlichen Glückwunsch, du bist der Last Man Standing. Dann überleb. Oder auch nicht. Gut, die Situation kommt mir jetzt bekannt vor. Er ist von den Toten auferstanden, schon wieder. Und ist jetzt eine... Und ist tot. Er ist ohnmächtig gewesen. Zweimal. Ist auferstanden. Hat sich gegen einen Angriff gewehrt. Ist dann durchgedreht. In der Zeit ist sein Kumpel verreckt. Dann kippt er nochmal um. Steht wieder auf. Isst eine tote Schlange und stirbt. Wow. Wow. Alle sind tot oder fort. Diese Geschichte ist zu Ende. Vielleicht findet jemand anderes einen Nutzen für die noch stehenden Ruinen. Und damit ist diese Staffel von RimWorld vorbei. All unsere Kolonisten sind tot. Auf einer wagemutigen Reise ins Nichts. Ja. Das lief sehr schief, sehr schnell. Aber trotzdem nett. Ich freue mich auch auf die nächste Staffel. Vor allem freue ich mich auf die Alpha 18 mit der Möglichkeit, Kinder zu zeugen. Wer hat dir denn empfohlen, du sollst was Verrücktes machen in der Folge? Ich weiß ja auch nicht, Wolli. Ich freue mich sehr auf die Möglichkeit, dass die Kolonisten dann Kinder zeugen können. Ich freue mich auf die Aufmachung. Das ganze Aussehen ist ein bisschen neuer. Das sieht bestimmt cool aus. Ich bin gespannt, was für Love Stories wir dann in der nächsten Staffel erwarten werden. Wir halten uns mal fest, dass der Lemming-Münze der Last Man Standing war, falls das nochmal wichtig wird. Ich schreibe mir das mal kurz auf. Lemming-Münze, Last Man Standing, RimWorld, Season 2 waren wir, glaube ich, ne? Ja, genau, Folli, nur deswegen. Du wirst die Fortpflanzungsmaschine. Auf jeden Fall freue ich mich auf die neue Alpha, auf die Weiterentwicklung des Spiels. Ich freue mich, dass weiterhin so viel dafür getan wird, obwohl das Spiel schon etwas älter ist. ja, Pauli. Und ja, ich freue mich, dass RimWorld bei euch so gut ankommt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart in dieser Staffel. Ich freue mich, dass ihr mitgeraffelt habt, um mit reinzukommen. Glückwunsch an die, die es geschafft haben. Glückwunsch an die, die jetzt gestorben sind.
Auch im Gedanken an all die Kolonisten, die bevor hier schon in der Kolonie verstorben sind. Ich hoffe, ich sehe euch dann alle in der nächsten Staffel wieder von Rimworld. Wann genau das ist und wann ihr Alpha 18 das Tageslicht erblickt, das lasse ich euch dann natürlich auch wissen. Vor allem am Discord. Der ist so, oh, der hat einen Bart, Foley. Der hat echt Bart. Da bist du besser. Das kannst du besser. Danke fürs Zusehen. In der ganzen Staffel und auch heute. Und ja, bis zur Alpha 18 dann, ne? Und mal schauen, was die so mit sich bringt. Was für Geschichten. Mal schauen, wie viele Leute dann da ihr Ziel finden. Ich denke, da werden wir auch wieder mit einem Stamm mit 5 anfangen. Mit dem Mu, mit dem Foley, mit dem Lemmingmans, der ja jetzt Last Man Standing war. Und dann mal schauen, wer noch und wie genau noch und was da vielleicht noch alles kommt mit den nächsten Alphas. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall verabschieden. Und hoffen, dass die jetzt hier nicht anfängt zu quatschen, wenn ich auf meinen Stream gehe. Was auch immer ihr da jetzt schon wieder für Themen habt, ich weiß es nicht. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Kommt jetzt gut in den Freitag, ins Wochenende. Wir sehen uns hoffentlich morgen bei Mu. Je nachdem, wann der streamt, ob der streamt, wie der streamt, wir werden es sehen. Ansonsten wieder am Samstag in alter Frische. Und bis dahin, macht's gut und tschüss.